Servus und hallo vom Wiener Westbahnhof. In einer halben Stunde circa werde ich das erste Mal mit der Westbahn nach Innsbruck Hauptbahnhof unterwegs sein. Heute mit 11. Dezember, Premierentag, fährt die Westbahn dreimal täglich vom Westbahnhof in Wien nach Innsbruck. Der Zug steht auch schon da. Wird gerade bereit gemacht für die Fahrt. Züge der Westbahn sind übrigens Stadler KIS 3, Niederflurzüge, barrierefreies Einsteigen. Da sieht man schon ganz was Neues ab heute. Destination Innsbruck. Auf der zweiten Anzeige sehen wir die verschiedenen Stationen. St. Pölten, Amstetten, Linz Hauptbahnhof, Wels, Adnang-Buchheim, Vöcklabruck, Salzburg Hauptbahnhof, von da geht es über das Deutsche Eck nach Kufstein, Wörgl und schlussendlich ab heute auch nach Innsbruck. Das sind jetzt die großen Einstiegstüren. Das Einsteigen wirklich sehr erleichtern. Ja, ich freue mich jedenfalls schon. Bin schon früher oft mit der Westbahn nach Salzburg gefahren, von Wien aus. Und das ist jetzt natürlich für uns Innsbrucker, Tiroler, aber natürlich auch für den Rest von Österreich auch super, um nach Tirol zu kommen und ein zusätzliches Angebot zu haben. Schalte gerade nochmal um. Die Waggons, wie ihr seht, sind doppelstöckig, aber mehr dazu zeige ich euch dann aus dem Inneren, wenn es losgeht. So, bin jetzt nochmal rausgegangen vor den Westbahnhof. Zeige ich jetzt mal da ein bisschen die Umgebung. Das ist jetzt den Eingang des Westbahnhofs, direkt anschließend ein Motel One. Gegenüber hat man gleich sehr viele Straßenbahnverbindungen und die U-Bahn. Es habt da die U-Bahn U6 und die U-Bahn U3 und gleich hinter dem Gebäude da beginnt die Maria-Hilfer-Straße, die berühmte Einkaufsstraße von Wien, die euch ja direkt ins Zentrum führt. Ja. Also sehr leicht erreichbar mit U-Bahn oder auch zu Fuß vom Zentrum, auch nicht zu weit. Der Wiener Westbahnhof. So, dann werde ich mal mir ins Innere begeben. Zeit ist noch, bis der Zug losfährt. Halle, derzeit schön weihnachtlich geschmückt da. Gibt da sehr viele Stores und Geschäfte und sehr viel Gastronomie. Also wenn man ein bisschen Wartezeit überbrücken muss, ist man auf jeden Fall versorgt. Jetzt schauen wir gerade auf die Anzeigetafel. Auf die zweite Etage.
Restaurant zur Goldenen Möwe gibt es auch. Der neue Fahrplan der Westbahn. Ja, der Wiener Westbahnhof, das Gebäude ist sicher in die Jahre gekommen, aber der Innenbereich ist, muss ich sagen, super. Ja, und jetzt werde ich rausgehen und in den Zug einsteigen. Da kommt es mit. Ja, gefahren wird in drei Klassen. Es gibt die Standardklasse, die Komfortklasse und die First. Das Tolle für Klimaticketbesitzer: die Sitzplatzreservierung kostet nichts und man kann in der Komfortklasse fahren, also in der zweitbesten Klasse. Was natürlich eine super Sache ist. Ich fahre heute im Waggon 11. Das ist der erste in der Komfortklasse, der erste hinter der Lok. Und ja, jetzt geht es einmal zum Zug. Und dann schauen wir, wie es innen ausschaut. Waggon 11 Comfort Class. Dann steigen wir mal ein.
So, nach 4 Stunden 20 angekommen in Innsbruck, bei leichtem Schneefall, war eine super angenehme Fahrt. Die Züge sind extrem leise, die Sitze sehr komfortabel. Finde ich super, neue Verbindungsmöglichkeit nach Wien. Und ja, verbleibt damit bis zum nächsten Video. Ciao!